Bei unserer Verlustangst gegenüber einem Bindungsängstler haben wir genauso ein Selbstwertthema wie auch das Gegenüber. Dem zugrunde liegt die Bindungs- und die Verlustangst. Und wenn wir es nicht lernen, unseren Wert nicht mehr daraus zu schöpfen, dass der andere uns mag und gerne hat, gerade weil er uns gerade nicht mag und gerne hat, uns abweist durch die eigene Bindungsangst, werden wir immer davon abhängig sein, von dieser Person Liebe zu bekommen, um uns mit uns endlich besser zu fühlen. Und das ist eine sehr große Falle. So groß, dass Menschen, auch einige in meinen Coachings, auch in einigen Kommentaren, die ich auf YouTube gelesen habe, mitunter tatsächlich noch 5, 6, 7 Jahre nach der Trennung, wo der Bindungsängstler in seinem Distanzmodus ist, ihm, ihr hinterherrennen, hinterherweinen. Weil einfach dieser eigene Selbstwert noch ganz stark davon abhängig ist, wie das Gegenüber einen mag und liebt. Deswegen ist die große Herausforderung, selbst dahin zu kommen, dass man einen bindungsängstlichen Menschen, einen Menschen allgemein, einen Beziehungspartner gar nicht mehr braucht, um es sich selbst wert zu sein. Und genau darum geht es jetzt in diesem Video, wie du diesen Selbstwert erreichst. Gerade wenn du vielleicht mit einem Bindungsängstler, einer Bindungsängstlerin in einer Beziehung warst, ihn sie liebst, ist so diese Abhängigkeit, ja, durch das eigene Selbstwertdefizit die größte Falle, die dafür sorgt, dass du immer wieder ihm, ihr hinterherrennen wirst, immer wieder nachgeben wirst und dadurch immer wieder diese Bindungsängste triggerst, die jegliche Rückeroberung von Anfang an gar keine Chance hätte. Ich weiß es, weil ich selbst diese Themen hatte in meiner Vergangenheit, auch Bindungsängste hatte und sehr darunter gelitten habe und deswegen auch weiß, wie diese Menschen ticken, wie sie fühlen und vor allem, wie du dich richtig verhältst. Wichtig, mach in diesem Zusammenhang auch den Ex-Zurück-Test aus der Videobeschreibung, falls du Fragen hast, falls du nicht weiterkommst, falls du Unterstützung brauchst. Du kriegst 2 Testergebnisse, 1 Sofortergebnisse und innerhalb von 2 Stunden, weil ich muss dafür extra ein Video aufnehmen, wo ich wirklich auf deine Situation eingehe, dein Testergebnis auswerte und dir sage, was für dich in deinem Rückeroberungsprozess nochmal wichtig ist. Also wirklich persönlich von mir für dich erstellt. Und da kommen wir zum ersten ganz wichtigen Punkt. Du musst herausfinden, was deinen Selbstwert so runterzieht, dass du ihn, sie so sehr brauchst. So, was sind das für Muster, für Themen, die gerade in dir arbeiten? Ich will dir meine eigene Geschichte erzählen, die ist sehr, sehr interessant. Ich hatte eine Bindungsängstlerin gedatet, ich war mit der nicht in einer Beziehung, das ist vor einigen Jahren passiert. Und die sah unglaublich attraktiv aus, wirklich sehr, sehr attraktiv gewesen. Und die hatte auch Bindungsängste gehabt und ich habe ihr halt sehr schnell mein Herz gegeben und da hat sich ein Techtelmechtel entwickelt, wir haben jetzt gedatet, uns kennengelernt und so weiter. Und dann nach einer gewissen Zeit, das weiß ich erst jetzt, dass sie ein Thema hatte, wenn sie zu viel isst, dann wird sie sehr schnell sehr, sehr dick. Ja? Und ich habe ihr auch mein Herz gegeben, sie geliebt, auf den Podest gestellt. Also nicht auf den Podest gestellt, aber schon so gedacht, wow, das kann vielleicht was richtig Gutes werden, kann vielleicht eine Beziehung werden. So. Mich emotional da schon sehr tief drauf eingelassen. Und dann sind diese Rückzugsphasen entstanden und das hat extrem an mir gezerrt. So, ich war so in diesem Bild von ihr, das ich liebe, und gleichzeitig auch in diesem Schmerzkörper eben abgewiesen zu werden, verlassen zu werden. Und dann hat sie halt einen neuen Beruf gefunden so, und der hat so viel Arbeit eingenommen, dass sie überhaupt nicht mehr auf Ernährung und Ähnliches achten konnte. Das klingt jetzt doof, aber um was es geht. Und dann haben wir uns getroffen nach einer gewissen Distanz, die da war, und sie sah komplett verändert aus. So, sie sah optisch wirklich komplett verändert aus wie ein anderer Mensch, war für mich nicht mehr so attraktiv gewesen. Und in dem Moment war sie für mich auf einmal nicht mehr interessant. Und dieses ganze Bindungsängstliche, Verlustängstliche, das mir da in mir gearbeitet, vor allem diese Verlustangst in meiner Seite, die das projiziert hat, die sie auf ein Podest gestellt hat, die nicht richtig loslassen konnte, die in so einer starken emotionalen Abhängigkeit war. Dieses Bild, das ich von ihr gesehen hatte, ja, das ich in mir aufgebaut habe über sie, dieses Bild, das ich geliebt habe, das war in diesem Moment nicht mehr da. So, es hat sich verändert. Natürlich auch durch andere Sachen, sie ist in Distanz gegangen und so weiter. Aber was ich erzählen möchte, ist, auf einmal war da diese emotionale tiefe Bindung und ich dachte, wow, wir haben auch diese Verbindung. Ich habe dieser Verbindung geglaubt und nur durch so eine kleine Veränderung wurde die massiv gestört und war direkt wieder weg. So, es hat mich dann überhaupt nicht mehr interessiert, dieser Mensch. Vielleicht auch zu meinem Selbstschutz. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass dieses Bild, das du von deinem Gegenüber gerade aufbaust, wo du so sehr dranhängst, wo du ihn oder sie so sehr liebst, wo du so dran festhältst, dass du nicht mehr loslassen kannst, einige sogar bis zu 10 Jahre und mehr, dieses Bild ist nicht real.
Es baut auf Dinge auf in deinem Unterbewusstsein, die für dich eine sehr wichtige Rolle spielen, um dies diesen Menschen wirklich hinzugeben. Und du musst herausfinden, woher diese Verbindungen kommen, was das ist. Bei mir war es damals so gewesen, zu oberflächlich gewesen. Kann ich mir einfach so sagen. So, ich war da einfach zu oberflächlich gewesen an dem Punkt. Da hat das eben noch eine zu große Rolle gespielt. So, das war ein Kernelement dieser Verbindung. So, was ist noch ein Kernelement dieser Verbindung? Und jetzt geht es darum, dass du ein Detektiv wirst und das alles aufschreibst, da ehrlich zu dir bist, das sichtest und das wirklich für dich in eine Veränderung bringst. Beschäftige dich mit dir. Ist es die Angst vor Abweisung? Ist es die Angst, nicht gut genug zu sein? Die Angst, nicht geliebt zu werden? Hat es was mit beruflichem Hintergrund zu tun? Hat es was mit einem sozialen Status zu tun? Was es auch ist. Finde heraus, was diese Dinge sind. Löse sie auf, Stück für Stück. Dann kommst du da auch raus und in diese Unabhängigkeit. Und die brauchst du einfach. Nächster Punkt, der mir persönlich unfassbar geholfen hat, das ist wirklich der achtsame Umgang mit dem Moment. Wenn es so ist, dass du da eine wahnsinnige Sehnsucht spürst, wenn er in den Distanz geht, in den Abstand geht, wenn du ihn nicht sehen kannst, sie nicht sehen kannst, wenn du verlassen wirst und so weiter. Es ist ganz wichtig, mit diesem Schmerzkörper, der sich dann entwickelt in dir, umzugehen. Denn in den meisten Fällen ist es nichts anderes als das innere Kind, das irgendwann in der weiten Vergangenheit abgewiesen wurde von Mutter, vom Vater, von den Eltern, was auch immer, vielleicht auch nachkindliche Erfahrungen, und diesen Schmerz dann in sich gespürt hat und dann eine Angst entwickelt hat, die dich vor diesem Schmerz weiterhin schützen sollte. Und wenn dann diese Momente wieder passieren, von Abweisung nicht geliebt werden, dann geht es ganz schnell, dass dieser Schmerz in dir wieder aktiv wird, wieder in dir arbeitet. Und dann ist es für dich ganz wichtig, dass du, nicht dein Gegenüber, nicht der Ex, die Ex, für diesen Schmerz da bist. Wichtigste Übung, fühl den Schmerzkörper so, wie er ist, und konzentriere dich die ganze Zeit auf nur eine Sache. Ganz viel Liebe in diesen Schmerz reingeben. Ganz viel Vergebung in diesen Schmerz reinsprechen. Was auch immer dir dieser Schmerzkörper sagt. Und das konstant machen, immer, wenn du diesen Schmerzkörper hast. Wie Klavier spielen. Wir spielen erst nicht nur ganz bewusst, irgendwann unbewusst. Wir denken nicht mehr über das Spielen nach und ist einfach im Unterbewusstsein angekommen. Genauso wirst du erstmal in diesen Schmerz ganz bewusst Liebe reingeben. Irgendwann wird es ein unterbewusster Prozess, über den du nicht mehr nachdenkst, sobald dieser Schmerzkörper getriggert wird. Und du wirst dich Stück für Stück besser fühlen. Das ist ganz entscheidend, auch diese innere Arbeit zu leisten. So, das hat mir damals wahnsinnig geholfen. Es ist nicht leicht, da reinzukommen, aber versuch's einfach mit aller Kraft. Da nur Liebe reingeben, Liebe reingeben, Liebe reingeben, wo du diesen Schmerz gerade fühlst. In diesen Momenten wird es dir besser gehen. Irgendwann wird das dein Grundzustand. Dritter wichtiger Punkt, habe die richtige Perspektive auf die Verbindung. Die erste Verbindung, die erste große Liebe, die wir hatten, das war die intensivste Liebe, die du dir vorstellen kannst. Das war die zu deiner Mutter, zu deinem Vater. Es gibt keine intensivere Liebe. Und dort hat es auch unfassbar weh getan, wenn Dinge passiert sind, wie Abweisung und Co. Denn für ein Kleinkind heißt das, wenn Mama mich nicht will, wenn ich Mama verliere, wenn ich jetzt gerade alleine bin, dann werde ich sehr wahrscheinlich sterben. So, das ist mit einem riesen Schmerz verbunden. Und das musst du dir bewusst machen. Je intensiver die Verbindung ist, desto stärker bist du auch in deinem Schmerzkörper drin. Desto näher bist du auch an diesem Moment, wo vielleicht diese Ursprungsthemen entstanden sind, die so wehgetan haben. Und deswegen muss es auch wehtun und deswegen muss es auch eine starke Verbindung zwischen euch sein. Heißt aber auch, deswegen musst du auch wirklich stark sein, um es heilen zu können. Je tiefer die Verbindung aus der Sicht des Heilprozesses, desto besser ist das Ganze am Ende für dich. Du kannst nur heilen, wenn du richtig tief reingehst. Und wenn du richtig tief reingehst, dann tut es eben auch richtig weh. Und es geht nur richtig tief rein und tut richtig weh, wenn die Verbindung richtig stark ist. Wenn du da so eine Larifari-Verbindung hast, dann würde auch nicht viel passieren. Nur so kannst du wirklich im tiefsten Kern heilen. Und versuch mal, die Perspektive auf diesen Schmerzkörper zu haben. Ja, manche Dinge, die halten halt ewig und man kommt da nicht von weg. Aber vor allem auch, weil die Verbindung so tief ist. Und das soll sie auch sein. Das muss sie auch sein. Denn nur dann wirst du hinschauen. Nur dann wirst du Dinge verändern. Nur dann hast du den Antrieb, wirklich vorwärts zu gehen und dich mit deinem Schmerzkörper mal auseinanderzusetzen. Woher kommt denn dieses ganze Zeug? Woher kommt dieser Pain, den ich da gerade fühle? Was ist die Ursache davon? Und wie kriege ich es vor allem das Wichtigste gelöst? Dann erst wirst du in Aktion gehen. Es muss einfach wehtun. Genau, also ich hoffe, ich konnte dir nochmal gute Impulse mitsetzen, was wichtig ist bei einer Rückeroberung beim Bindungsängstler, wie du dich da innerlich noch besser
befreien kannst. Wenn trotzdem noch Fragen da sind, schreib mich einfach über das Formular von das Formular unten aus der Videobeschreibung nochmal an. Genau, lass mir gerne ein Abo da, ein Like. Wenn Fragen sind, nutz einfach die Kommentarfunktion, dann helfe ich dir von dort weiter. Genau, bis zum nächsten Video.